fucking Geld. Okay, so, in den Kisten hier ist natürlich auch kein Dann Geld. Wir mal ein bisschen Geld ran schaffen hier. So, kann wie ich das Zeug nicht verticken, irgendwas, ja. Okay, jetzt fange ich schon an, wie sind Drogendealer zu reden. Tom, bist du zufällig Drogendealer? Ja, natürlich. Okay. So, du Krankenschwester, du. Boah, Shop. Lemonidbar. Die kann ich verticken, vor allem nicht Geld. Das Ding kann ich verticken. Hermes Boots brauche ich auch nicht doppelt. Flamerang ist schlecht. Glowstick, wozu? The Breakers vermisst, aber gibt's was Besseres als Flamerang? Keine Ahnung, aber wozu brauche ich das Ding? Das ist toll. Jetzt habe ich immerhin 7 Gold. Praktisch. Hat irgendwer von euch einen Eimer? Nö. Toll. Wie sollen wir die Lava hier hochbringen? Nein, das ist fürs erste Mal scheißegal. Ich plätt mal eben den Boss, wenn ich es noch schaffe mit 10 Halbtränken. Ja, diesen Skeletron. Oder auf welcher Seite ist der? Auf der rechten, nicht? Ich glaube, aber da war der Meteorit und da bin ich gerade krepiert. Oh. Aber kann ich ja noch jetzt Heiltränke geholt und jetzt können wir wieder auf die Multiplayer Map. Also ich habe 30 Heiltränke für jeden von uns. Oh nice, cool. Nur so wenig. Ja, dann gibt's für dich halt nix hier. Ach komm. Wie du möchtest. Hast du ja selbst eingebrockt hier. Ja, natürlich. Ich hab dir den ich hab dir den Sun Fury gegeben. Mir solltest du eigentlich 30 geben. Was zur Hölle, Goblins? Ja, ist noch ein Goblins übrig. Ich baue mal ein bisschen hier vom Meteorit ab, falls ihr noch einer braucht. Ich komm mal hergerannt. Kämpfst du dagegen den Skeletron? Nö, ich mach erstmal Meteorit. Oh Gott, das sind total viele Goblins. Wer kämpft denn da? Das ist da die Bossmusik gewesen. Hier sind Goblins. Kommt die Bossmusik, wenn man gegen Goblins kämpft? Das wusste ich gar nicht. Weiß ich nicht. Jo. Das sind auf jeden Fall übelst viele. Rip the Blip. Keine Ahnung, wieso ich gerade an Rip the Blip denke, aber das ist ein cooles Lied. Nur so Top-Tipp für Zuschauer hier. Ja. Hüpf und Puck. Und hüpf und Puck. Und hüpf und Puck. Und hüpf, nicht nachlassen. Hüpf und Puck. Und hüpf. Ich schon stimmt, aber da stand doch noch gar nichts von Goblin Army Defeated, oder? Noch nicht. Wahrscheinlich, wir sind über dem Mittelpunkt und weil die von... die sollen eigentlich von rechts kommen, oder nicht? Aber der Dungeon müsste eigentlich auf der rechten Seite sein. Jo, ich muss mal der Party beitreten hier. Fällt mir so auf. Machst du heute Guide Was Slain, das ist nicht gut. Meteorite! Ja, der Guide kann ja neuerdings auch Damage bekommen. Tolles Vorbild. Ja, der Typ hat's drauf. Ich hab eine Harpune. Kann mal wer bei den Goblins helfen kommen? Nö. Okay. Wir bauen hier einfach mal den Meteoriten gechillt ab. Mhm. Unser Meteoriterz! Ich dürf dich mal eben, dann kannst du abbauen in Ruhe. Hau mit ab, geh schneller. Oh. Nicht auf der Seite, wo ich bin. So, das ist jetzt wieder der extrem spannende Teil, wo wir Sachen farmen. Ich kann mit dem Meteoritzeug eigentlich überhaupt nur irgendwas Praktisches machen. Ja, Laserschwerter. Aber die sind schlecht. Wie sieht eigentlich das Meteorit-Set aus? Weiß ich nicht. Das haben wir doch gerade an. Nö, das ist ein Molten-Set, glaube ich. Ah ja, das war aus Hellstone, ne? Jo. Ja, wie sieht das Meteorit-Ding jetzt aus? Hattest du das nicht mal an? Nee. So auch so blau, blau mit rot, so. Mit orange, keine Ahnung. Das würde ich nämlich echt gern mal sehen. Obwohl, nee, das war das Shadow-Set. Ja, das Shadow-Set ist aber nicht so gut. Ich hätte gern dieses dunkle Set da, was man angeblich mit Spinnweben macht. Ach, dieses, Jo. Wie heißt das jetzt? Und diese Magie von den Gargoyles hätte ich auch gerne. Das ist eh nicht so viel Mana. Meins. Egal, die werde ich schon irgendwann haben. Hahaha! Kann ich und es erstmal vorerst haben. So. Egoist. Egoist! Ich bin stolz drauf. Was? Und da.
wie schlecht bin ich eigentlich? Jo. Nicht bekräftigen, du musst sagen, nee, du bist nicht schlecht, komm, sie ist nicht so schlimm. Aber nein, der sagt hier, jo, du bist schlecht, du bist voll der Noob. Na, danke. Hey, ich hab 7 Gold. Das muss ich mir dann mal ein paar Heiltränke davon kaufen. Meteoritbar. Dieser Meteoritbar kann ich gar nichts machen. Ja, brauchst du viele davon. Alter, wie viele Goblins kommen da noch? Ja, ich helfe euch gleich. Ich würde mal sagen, damit es nicht zu lang... War da gerade ein Floating Island? Ja, da ist das nächste Floating Island, direkt neben unserem Haus. Nice. Aber ich würde mal sagen, am besten baust du mal dieses Meteorit-Zeug fertig ab. Ja, und ich widme mich so lange dem Dungeon-Boss, ihn zu finden, ihn zu besiegen. Ach, kannst du das überhaupt? Ich hoff's. Ihr könnt ja helfen. Der hat auch angeblich weniger Defense und weniger AP jetzt. Ach echt? Dann ist es ja noch leichter. Angeblich, stand in den Patch Notes. Und weil das wäre sonst ein bisschen unspannend, wenn wir hier die ganze Zeit abbauen. Ich gebe dir dann am Ende mein Meteoritherz und du kannst ja dann deine Meteoritrüstung machen. Hm, brauche ich nicht, die ist sogar schlechter als das Molten, glaube ich. Ja, die kannst du aber als Style-Rüstung anziehen. Ich nehme die, ich trage gerne Lava. Ich nicht. Ich finde Lava nicht schön. Ich schon. Ich hätte gerne meine grünen Haare, aber es gibt natürlich keinen Nichtshelm. Das müssten sie noch einbauen. Einfach die Option, die Rüstung nicht anzuzeigen. Weil dann würde ich einfach die ganze Zeit mit meinem schwarzen Anzug und den grünen Haaren rumrennen. Ich sollte vielleicht mal die Pegasus-Stiefel hier reinwemsen. Wo sind sie denn? Sag mir nicht, ich hab die weggeworfen. Die sind in der Truhe in der zweiten oder so. Okay, die hole ich dann da gleich mal raus. Tom, was machst du mit dem Viech? Du hast es verwirrt. Jetzt strackt es hier in irgendeinem komischen... Okay. Ja, Tom verwirrt uns alle. Dann gebe ich das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Solltest du vielleicht mal so einen Trank benutzen? Ja, ich hab keinen mehr. Dann komm her, ich geb dir welche. Hilf mir den Boss zu besiegen, das Meteoritzeug holen wir dann beim Rückweg. Okay. Hooray! Weiß überhaupt nicht, wie viel ich von den Dingern schon hab. Mal, lass mal eben sehen, wie viel hab ich denn von Meteorit? 115. Jawohl, endlich mal. Das war jetzt aber auch nicht so viel mehr wie beim anderen. Ich halt das für Humbug. Ja, das ist auch nicht. Das mit dem HP. Das steht ja aber offiziell so. Und du hast keine Ahnung, gegen wie viele ich hier gerade gekämpft hab. Klar, Mann. Oh, ich hab Rocket Boots, jawoll. Was ist das? Fliegen. Was? Damit kann man fliegen. Was? Lol. Wo waren denn die? Auf der Insel? Nö, Goblins gedroppt. Der letzte. Aha. Nice. Du brauchst aber Mana. Okay, dann muss ich nur mal wissen, wie man das Zeug benutzt. Wow, ich will die Rocket Boots. Ah, ich nicht. Wenn sie gut sind, dann musst du sie mir geben, weil ich ein Egoist bin. Was sind das für Viecher? Adler. Ja, Mann, stirb, du Scheißviech. Stirb, Mann. Ich muss dir Tränke geben. Hier sind sie. Ja. Ja, cool. Lass mal diesen scheiß Kaktus hier entfernen. Ach stimmt, du kannst ja nicht einfach durchrennen, so wie ich. Ja. Da oben ist noch eine fliegende Insel. Man kann... Hier oben ist noch eine fliegende Insel. Ja, sag ich doch. Direkt beim Haus. Und hier ist schon die dritte. Ne, links davon ist noch... Ja, sag ich doch. Links davon. Fliegt eine. Und wo weißt du das denn? Weil ich sie gesehen habe vorhin. Ja, so ganz hoch kann die auch nicht fliegen mit den Rocket Boots. Wie hoch kommst du mit den Rocket Boots? Hoch, fast so hoch genug, dass ich mich da dran graben kann. Moment. Jawohl, geschafft. So, so. Ich hab das Gefühl, jetzt kommst du da schneller hoch, Clemi. Oder auch nicht. Ich bin oben. Oder auch nicht, so. So, ja, was ist hier drin? Gold. Zwei Shine Potion. Was bringt die? Moment. Muss man das Schleimvieh hier töten?
Star Fury, langweilig. Ich hab so einen Lucky Horseshoe für dich, Tom, dass du keinen Falldamage bekommst. Das wäre nice. Hier ist nur Star Fury. Und. Ah, okay. Aura of Light. Ach so, dass man leuchtet für 10 Minuten. Hier ist Old Man. Sie haben auch gesagt, es kommt ein neuer NPC, wenn man versucht, in den Dungeon zu gehen. Sollen wir es mal testen? Jo. Braucht irgendwer von euch eine Potion, die einen leuchtend macht? Ach, komm, Alter. So, ob ich da wegsterbe, Mann. Schneller als scheißfähig. Wer von euch will im Dunkeln leuchten? Ich hab Angst. Okay. Aua. Was zur Hölle? Das hat wehgetan. Lol, dieses Viecher sieht mir jetzt gar nicht mehr. Die Küche ist einfach aus dem Dunkeln aufgetaucht, Mann. Ja, riesiger Shell und hat uns umgebracht. Tom, ich geb dir eben dein Ding da. Ach doch, ich hab immer noch 8 Stück. Das ist gut, das reicht. Da hast du. Danke sehr. Wo sind sie denn? Die liegen links von der Truhe. Hooray. Ich erstelle mir immer ein paar Tische, ey. Das geht ja mal ja nicht, dass wir keine NPCs kriegen. Boah, ich habe so viel Zeug im Inventar. Das ist nicht mehr schön. Ach, echt? Ja, echt. Stell dir vor. Das ist toll. Aber mit der Rüstung bringt das überhaupt gar nicht, diese Potion zu benutzen, dass man im Dunkeln leuchtet. Da hast du allerdings recht. Außer, dass so, man kommst stehen du... Ja, wir müssen, wir machen am besten die Einrichtung jetzt. Ich habe so viel Holz jetzt. Ich stelle hier noch ein paar Stühle. Die stellen sie einfach mal irgendwie dahin. Ich kann ja jetzt einfach hochfliegen. Guide has arrived. Ich will die Raketen. Zwei Stühle. Die Häuser sehen ja geil aus. Oh, ich will die Dinger haben. Ich nicht. Was, die Rocket Boots? Ja, wie kannst du die denn benutzen? Ist das ein Item zum Benutzen? Ja, nein. Ist noch besser wie ein Hook. Ach, das war. Und dann machst du Doppelsprung, oder wie? Jo, also ich muss den Doppeljump rausnehmen, weil das sonst so kompliziert ist. Sonst muss man irgendwie 5-mal drücken. So, so. Na dann. Ja, jetzt wollen wir... Ah, ich hab noch... Ich plätte mal eben den Boss hier. Wenn du haben willst, kannst du haben. Welchen Boss? Ja, den... Ey, Tom. Was? Tom. Brauchst du Rocket Boots? Ich hab noch welche. Echt? Ja. Wie geil. Goblin haben 2 davon gedroppt. Wie cool ist das denn? Wo sind die? Mir war auch gerade erst aufgefallen. Ja. Ja, ich hab's eben verdoppelt. Nein. Und die brauchen Mana? Nee, die... Ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Steht da nicht. Also, die haben damals Mana verbraucht, aber... Ich merk davon nichts. Ja, offensichtlich man kann die, nicht. Man kann die nur gebraucht... Wie ist das hier? Benutzen. Nutzen. Also du kannst nicht damit unendlich lang hochfliegen. Ja, mach ich den Doppel... Die Frage ist, ob ich den Doppelsprung damit drin lassen will. Nee, das ist total kompliziert. Nee, kompliziert ist es nicht, es ist einfach... Dreimal hüpfen! Umständlich. Lass den Doppelsprung mal raus, ja. Das ist verdammt praktisch. Willst du den Doppelsprung dann, Clemmy? Nö, brauch ich nicht. Hier liegen noch 2 in der Truhe. Das ist voll cool. Wie so ein Kleinkind, ey. Ja, vor allem behält man damit seine Speed bei. Hey Clemmy. Hallo. Du musst sowieso noch warten, bis es dunkel ist. Das kann ich per Serverkonsole machen. Und go. Ich will mein Gold wieder haben, was ich gedroppt habe. Mal schauen, wie das war hier. Dusk. So, klappt. Oh, nice. Ich habe gerade eine Fackel an den Baum gehängt. What? Kommt ihr? Jo, ich bin hier gerade nur in einem Loch stecken geblieben. Und
denkt dran, euch Obsidian Skulls anstatt eurer als Accessoires reinzuhämmern für den Boss. Defense ist alles. Jo. So, ich labbe ihn gleich an.